Hallo und herzlich willkommen zu Disney Epic Mickey Rebrushed. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und wir drücken mal A zum Starten. Let's go. Neues Spiel, Kinospieleinstellung mitwirkende beenden. Neues Spiel. Also ich habe, bevor wir jetzt starten, ich habe das noch nie gespielt. Also das scheint eine Art Remake zu sein von dem Spiel, das jetzt vor kurzem erst erschienen ist auf Steam. Ist vor kurzem erschienen und ich habe den Vorgänger, also das Originalgame, davon nie gespielt. Im Gegensatz zu Spyro als Beispiel. Weil von Spyro haben wir auch das Remake gespielt. Und ja, ich glaube, das hier ist auch ein Remake von einem älteren Spiel. Ja, also ich weiß gar nicht, was hier passieren wird. Ich weiß nichts von der Geschichte. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Let's go. Wow. Da war die Musik auf einmal weg. mein A-Drückknopf hat einfach die Musik gekillt. Willkommen zum Ladebildschirm zu Mickey. Yay! Ja, ich bin mal gespannt, was hier so auf sich ist. Also, was hier so abgeht. Bin mal gespannt. Ui. Hey, guten Morgen. Oh. Also, ich wusste ja nicht, dass das so eine Art von Spiel ist. Das ist ja schon fast Horror. Was geht denn hier ab? Das ist anscheinend unser Frendo. Unser Freund. Der Bestie der Besten. Und der böse Doktor. Der lässt uns drehen. Oh nein. Und da ist das Taschenmesser. Das Allzweckwerkzeug. Bitte nicht so angucken. Ich bin schüchtern. Oh. Okay, doch lieber das angucken. Doch lieber das angucken. Oh nein, nicht der Bohrer. Nicht der Bohrer. Ich glaube, der kann sich nicht entscheiden. Kettensäge. Was geht denn hier ab? Ich will nicht wissen, was beim Totenschädel kommt. Der Pömpel. Oh nein, nicht unser Herz. Also, ich weiß ja nicht. Okay. Oha. Wir haben uns einfach befreit. Das erinnert mich vom Grafikstil tatsächlich ein bisschen an Spyro. Vom Grafikstil her. Oh, wir haben Pinsel. Was ist das? Ein Tintenmonster? Das dieses Schattenmonster ist geflohen. Was denn jetzt? Warum verschwindet er denn vor uns? Hä? Oha! Kuckuck! Haben wir direkt einen Bossfight hier am Start, oder was? Hier drüben, du Schrotteimer! Gas! Nicht getroffen. Gas scheint anscheinend ein Verbündeter zu sein. Hier, Mickey. Okay. Der lenkt den ganz gut ab gerade. Was kann ich machen? Anscheinend gar nichts. Ah. Aha. Jetzt kann ich mich bewegen. So, jetzt sieht er mich nicht mehr. Oh, shit. Doch, der sucht mich. Nee, der sucht mich nicht. Ah. Direkt hier in so einem Bosskampf. Das fühlt sich an, als würde ich jetzt so am Ende des Games sein. So am Ende, so Bossfight. Let's go. Okay, ich kann angreifen. Okay, das ist ganz cool. Was sind das? Tickets? Wir sind hier sicher, Mickey. Echt? Bist du sicher, dass wir hier sicher sind? Dieses Bedienungsfeld kann mit meinem Wirbelmove, mit deinem Wirbelmove zerstört werden. Nutze den Wirbelmove, indem du X drückst. Sag mal, du Wirbelmove dreimal ganz schnell hintereinander. Wirbelmove, Wirbelmove, Wirbelmove. Ja, okay, geht eigentlich. Wenn das Bedienungsfeld zerstört ist, kümmere dich um diesen hier. Alles klar, Chefe.
Machen wir. So, das hat gesessen. Ich gebe mir mal hier eben noch den Loot, ja? Drücke schnell A für einen kleinen Sprung oder drücke A gedrückt, um länger und weiter zu springen. Hab's trotzdem verkackt. Was ist das denn? Das ist ein Secret? Oswald. Y. Oswald, gütiger und gerechter Herrscher über das Wasteland. Was? Das Wasteland? Das Wasteland, tatsächlich. Das ist immer auch Oswald. Oswald, okay. Nicht angreifen. Das ist ein Idiot. Hey, guck mal, hier ist noch mehr. Ah, her mit den Tickets. Noch mehr Tickets. Habe ich das denn zerstört? Ja, ne? Mal gucken, schaffe ich es jetzt? Ah, ich kann Double Jump machen. Das habe ich jetzt nur ausprobiert, einfach weil ich in Star Wars Jedi Survivor, was ich jetzt aktuell auch noch spiele, weil ich da auch einen Double Jump habe. Oh. Okay. Kann ich hier durch? Ich glaube, ich muss mich erstmal darum kümmern. Können wir eigentlich rennen? Jo, Tatsache. Ja, ist gut zu wissen. Dass wir rennen können. Ja, der ist erstmal defekt. Schön. Schau, durch die Zerstörung des mechanischen Arms ist dein Geheimraum zum Vorschein gekommen. Du kannst dir in einem Moment Zeit nehmen, um ihn zu erkunden, wenn du möchtest. Oder wir dürfen gehen. Zu der Tür, wo ich vorhin ging. Komm zu mir, wenn du soweit bist und wir verschwinden von hier. Nee, ich bin jetzt noch nicht so weit. Du hast mir gerade irgendeinen Geheimraum gezeigt, dann werde ich den Geheimraum auch einmal kurz bechecken. Was ist das hier? Donald Duck. In schlechter Ausführung? Hey, nimm mich von der Axt weg. Was soll der Mist? Oh. Extra Inhalt freigeschaltet. Labor des verrückten Arztes. Okay. Aber hier ist noch etwas. Untersuchen. Boah, ich glaube, ich muss mal kurz gleich Fenster aufmachen. Es wird hier ganz schön warm. Neuer Gegenstand gefunden. Bronzeanstecker. Gut gemacht. Dieses ist ein Ansteckersammlerstück. Eins von vielen, die du im Wasteland finden kannst. Viele von ihnen sind einzigartig und erinnern an bestimmte Ereignisse oder Orte. Versuch möglichst viele zu sammeln. Mache ich sofort. Ich muss aber mal eben das Fenster aufmachen. Einen Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Das eine da, was wir da eingesammelt haben. Da können wir es hier irgendwo begutachten. Anstecker. War das nicht ein Anstecker? Ja, das war ein Anstecker. Wie genau kann ich mir den angucken? Ich habe nämlich einen Anstecker gefunden. Da steht hier 1 von 20. Aber ich sehe ihn nirgendwo aufgelistet. Oder ich bin blind. Ich weiß es nicht. Eins davon. Anstecker gefunden. 1 von 112. Aber das sind doch nicht 112 hier, oder? Das sind doch nicht 112. Auf jeder Seite haben wir wie viel? 6, 12. Das sind nicht 112. Hm. Naja. Ach so, warte. Kann ich noch weiter runter scrollen? Nee. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Konzeptgrafiken. Ui. Ich mag diese Konzeptgrafiken. Davon hatten wir Filme. Das ist der Film, den wir hatten. Hier ist Anziehungsmodus. Das ist vielleicht ganz interessant zu sehen. Das hatte ich nämlich geskippt. Das war so ein Ding, was gestartet ist vor dem Hauptmenü. Also bevor ich euch begrüßt habe. Aber das habe ich mir selber noch nicht angeguckt. Wir können ja gerne mal dann reinschauen zusammen mal eben. Schauen wir uns das mal an. Zeit, an einem sehr eigentümlichen Tag lockte mein Spiegel jemanden aus dem Bett. Und verschaffte hat der Spiegel eine Schlummertaste? Werkstatt. Haha. Ich weiß nicht, ob der Spiegel nur Unruhe stiften wollte oder böswillig handelte. Hat ihn aber reingelassen und wo taucht er auf, der gute Mickey?
Vielleicht wusste er, dass der neugierige Eindringling eine Rolle zu spielen hatte in meinem Projekt. Ein richtiger Magier. Ich war gerade dabei, mein neuestes Werk zu vollenden. Eine Welt für Dinge, die in Vergessenheit geraten waren. Interessant. Jetzt hast du ganze Süppel an die Finger. Zufrieden mit meinem Werk legte ich den magischen Pinsel beiseite und zog mich in meine Gemächer zurück. Und dann hat Mickey, der alte Langfinger, sich das geschnappt. Nee, du Dieb, du. Gar nicht mal schlecht, die Animation. Hätte ich gewusst, welche Ereignisse folgen würden, ich hätte Farbe, Pinsel und Verdünner weggeschlossen. Ich wusste gar nicht, dass Mickey so böse ist. Jo! Nee. Solltest nicht mit den Mächten spielen, die du nicht verstehst? Okay, nevermind, er versteht die ganz gut. Nee, doch nicht. Aber hey, wo wäre dann der Fun? Oh. Ja, so viel zu dem Spaß. Oh, Mann. Oh, ich glaube, das ist keine gute Kombi. Wie er den Schwamm einfach da reinstopft. Und der Stuhl kippt noch um. Ja, wie geht das von der... Wie funktioniert das? Wie ist der Stuhl umgekippt? Ich hörte Geräusche und sah eilig nach, was geschehen war. Aber es war zu spät. Die Welt, die ich erschaffen hatte, war verwüstet. Danke, Mickey. Der Geheimnis war. Und der knackt einfach weiter. Ich erfuhr nicht, wer er war. Ja, moin. Oder zumindest erst sehr viel spät. Okay, über Monate. Oder über Jahre? Über Jahre. Oh shit. Das ist, glaube ich, da haben wir gerade Szenen gesehen aus den alten Mickey-Filmen. Oh, und was ist jetzt passiert? Oh no. Oh. Das ist natürlich übel. Yo, stellt mal vor, ihr wacht so auf. Ja, guten Morgen, dann ist man auf jeden Fall wach. Ah, und da, so sind wir hingekommen, okay. Alles klar, und dann wurden wir, wo wir ohnmächtig sind, von dem einen da dran fest. Gemacht und jetzt sind wir hier. Also haben wir keine Ahnung, wer die anderen sind, die uns da helfen. Ich weiß nicht, wer Guss ist. Weiß ich nicht. Also wenn der aus einem der Filme ist oder so, werde ich mich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Ich erinnere mich nicht jetzt an irgendwelche Filme von Mickey. Keine Ahnung. Okay, rennen. Sei vorsichtig mit diesem Verdünnerteich. Denk daran, dass er dich verletzen kann, also fall nicht rein. Alright, Gust. So, da hinten war die Tür. Da hinten ist er, die ist offen. Aber warum werden wir denn so empfangen hier? Als hätten wir irgendwas Böses getan. Haben wir auch wahrscheinlich. Aber wir haben den Pinsel. Wurde von diesem Tintenmonster hergebracht. Das Schattenphantom. Es besteht aus Farbe und Verdünner. Das Phantom hatte große Angst vor diesem Pinsel. Wow. Das ist Verdünner.
Er löst alles auf, was gemalt wurde. Donnerwetter. Was man mit dem Pinsel wohl noch alles machen kann. Das ist Farbe. Sie stellt sie wieder her. Das, was deine Verdünner ausgelöst hat. Du bist kein schlechter Künstler. Wir verlieren Tinte. Nee, wir verlieren uns selber, weil wir Tinte sind eigentlich. Das ist irgendwie eine interessante Idee. Üben wir. Zeichne dir selber ein paar Muckis. Drücke oder halte LT gedrückt, um Verdünner einzusetzen. Gedrückt oder halte RT gedrückt, um Farbe einzusetzen. Okay. Verdünner. Geht jetzt die Farbe weg? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Oh, da funktioniert das. Aber wenn dieses Korridor ist der Hof, der uns aus dem Dunkelröschen Schloss führen wird. Dunkelröschen. Ja, ja, habe ich schon. Ah. Okay, und dann kann ich das auch wieder zumachen. Interessantes Prinzip. Es geht hier überall. Oh, da kam irgendwas raus. Was ist das hier? Das sind Puppen, sehe ich gerade, das allererste Mal. Deswegen bewegen die sich nicht. Das sind Puppen. Komme ich da ran? Ja. Ach, das ist komplett weg dann. Ich kann da richtig reinspringen. Ach so. Ah. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Fensterglas oder so. Nee, das bedeutet einfach nur... Das ist jetzt frei. Ziele mit RS auf das verdünnte Zahnrad, dann drücke und halte RT gedrückt, um es zu bemalen. Warte. Ich bin doch gerade noch hier dran. Warum geht das nicht? Ach, das ist schon. Dann mach mal zu. Denk daran, dass Farbe und Verdünner mächtige Werkzeuge sind, um mit der Welt um dich herum zu interagieren. Drücke RT für Farbe und LT für... Hör mal. Hören Sie mal. Wie willst du denn noch erzählen? Ich bin nur hier am Ausprobieren. David nicht? Guck mal hier. Dann machen wir mal. Tun wir mal Farbe drauf. Mhm. Interessant. Also so gesagt ist, was wir machen, ja, Verdünner. Verdünner ist eher sowas dann wie... Magisches Transparenz-Werkzeug. Mit dem Pinsel kannst du auch Cartoon-Objekte verdünnen, wie zum Beispiel diesen Türrahmen. Ja, ich hab's verstanden. Mit LT kann ich verdünnen und mit RT kann ich malen. Ich hab's jetzt kapiert. Aber danke dir, Gus. Dass du mir immer wieder die Info gibst. Gucken, ob da nicht irgendwas versteckt ist. Weg die Tür. Nee, geht nicht. Da oben muss ich machen. So. Die Welt wiederherzustellen ist toll, Mickey, aber wir müssen diesen Türrahmen verdünnen, um hindurchzukommen. Wehe. Wehe, Gus. Okay, danke. Hätte der jetzt gesagt, du kannst mit LG verdünnen, ne? So. Oh. Das ist cool. Ich mag die Idee dahinter. Das gefällt mir. Ich mag die Idee dahinter. Anscheinend kannst du Verdünner auch auf Tonboden benutzen, um den Weg frei zu machen. Auf Tonboden? Wir gucken jetzt erstmal noch weitere Zeug. Tonboden? Das ist aber kein Tonboden. Warte mal, ich will mal von der anderen Seite, will ich das mal wieder zumachen. Ja, warum liegt die Tür da? Was ist das denn? Da ist gar nichts. War das auch schon? Ne, da war was versteckt, ne? Ach da, der Boden. Ah, vergiss nicht, dass verdünnte Tons mit Farbe wiederhergestellt werden können. Das ist interessant. Wir haben den Weg jetzt dadurch frei gemacht, weil das runtergefallen ist und dann einfach wieder zugemacht. Okay. Wer bist du?
Walt Disney Mickey Mouse. Oh, er scheint uns nicht zu mögen. Oh. Oh. Das ist ein Gegner von uns. Das ist dieser eine Oswald oder wie er hieß, glaube ich, dem das hier irgendwie gehört, das Reich, irgendwie sowas. Ist er der Meister? Ist er hier der King? Mal schauen. Der Ausgang ist durch dieses Tor. Lass mich überraschen. Was bist du denn für ein Glubschkopf? Komm mal her, du. Oh, okay. Oh, oh. Seher, sie gehören zur Phantomling-Armee des Phantoms. Sind sie gefährlich? Jedenfalls nicht freundlich. Mach dich kampfbereit. Nutze es, um dein Ziel anzuvisieren. Echt? Über Freunde sieht der Cursor so aus. Über Gegner sieht er so aus. Du kannst Phantomlinge auf zwei Arten bekämpfen. Mit Verdünner machst du sie schwächer. Triff sie mit Farbe, um sie friedlicher zu machen. Okay. Viele Gegner kannst du betäuben, indem du auf ihren Kopf springst. Triff deinen Gegner und du verlierst einen Gesundheitspunkt. Wenn du alle Punkte verlierst, bist du erledigt. Das sind nur... Es gibt noch viele schlimme... Aber die siehst du schon bald. Wow. Jo. Machen wir. Wo ist dein Schnäuzer? Da. Hab ich gar nicht gesehen. Ich will die Items haben. Ich weiß nicht, wofür die Tickets sind, aber ich will Tickets haben. Ich weiß, dass ich die haben möchte. Okay. Es scheint so, als wäre ich allergisch auf Tickets, aber ist mir egal. Ich will die trotzdem. Okay, also wir können die friedlicher machen, indem wir das darauf halten. Mach mal. Pass auf, der Seher hat dich gesehen, Miki. Sieht aus, als hätte er Hilfe geholt. Ja, ich helfe dem auch jetzt gleich. Ja, mach die aggressiver, ne? Ey. Er ist jetzt freundlich. Mach den mal aggressiver, ich will wissen, was damit passiert. Ich greife mal an. Warte mal, ich kann die betäuben, indem ich drauf springe. Ja, moin. Wie so ein paar Gumbas. Und damit können wir nicht angreifen? Anscheinend nicht. Der dient wohl nur zum Ausweichen. Kann ihn nicht besiegen? Der tut mir aber auch irgendwie nichts, ne? Vielleicht deswegen nicht. Ja, da steht blau. Der ist neutral. Der ist weder böse, noch ist der... Noch ist er gut. Der tut uns nicht, aber wir können ihm auch nichts tun. Okay. Ach, ich muss das Zeug wieder aufladen. Das ist das. So. Ein paar Blumen. Ein Ende. Aber kaputt. Kann ich auch noch mal eben die Sachen einsammeln? Ah, damit können wir aber angreifen. Ja, vielleicht konnten wir auch nicht, weil das halt... Weil wir den irgendwie nicht besiegen können. Na gut. Dann nehme ich statt hier nochmal mit. Das hier auch. Ah, ich sehe schon. Da können wir noch ein bisschen was machen. Was ist das? Eine Druckplatte. Das ist eh eine Druckplatte. Sie senkt sich, wenn du drauf trittst. Du kannst auch dafür sorgen, dass die Druckplatte schneller nach unten geht, indem du Y nutzt, wenn du dich in der Luft befindest, sag ich mal. Ein Popoklatscher. Okay. Ein Hebel. Wende den Wirbelmove auf diesen Zahnrad an und um damit zu hintergehen. Vergiss nicht, dass du X drücken kannst, um einen Wirbel anzufassen. Nee. Danke dir. Das ist Kobold Kelvin. Er wird so froh sein, aus diesem Käfig zu kommen. Er sieht wütend genug aus, um dieses Katapult zu zerstören. Wenn du andere Kobolde siehst, versuche ihnen zu helfen. Sie sind stets freundlich. Also er selber ist so ein Kobold. Okay, und wir müssen... Das, ja, alles gut. Ich wollte nur das hier. Wollte ich nur einsammeln. Ich mache das sofort mit dem Käfig. Geh da sofort hin.
Danke, Miggy. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet, als mich der verrückte Arzt auf dieses Ding gesetzt hat. Okay. Jetzt wird es niemanden mehr gefährden. Nimm diesen goldenen Anstecker, weil du mich befreit hast. Goldanstecker. Also wenn ich da jetzt nochmal drauf habe, passiert was anderes? Oder was hat der da gemacht? Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Irgendwas mit der Brücke? Also das mit der Brücke kann ich ja selber machen. Oh. Oh! Das ist aber ein interessantes Versteck, muss ich zugeben. Das ist ein interessantes Versteck. Bongs. Oh, ging nicht. Mach mal weg. Da versteckt sich was. Ich finde es interessant mit dem Pinsel. Cool gemacht. Er erklärt uns jetzt noch einmal, dass wir rennen können. Das ist richtig. Ah! Upsie! Aua! Hat aber keinen Schaden verursacht. Wie sieht es eigentlich überhaupt auf der anderen Seite aus? Sieh schon, da kommen wir gar nicht lang. Warum bin ich nicht hier runtergeplumpst? Habe ich mich so doof angestellt? Was möchtest du mir sagen? Warte. Vielleicht kommen wir auch ohne seine Hilfe weiter. Ah! Wenn ich... Aua, das hat aber wehgetan. Wenn ich nicht da durch die Lücken falle. Ich mache am besten alles zu hier. Damit ich hier nirgendwo mehr durchfall. Das ist too dangerous. Too dangerous. Das ist ja alles gegen den Sicherheitsvorschriften. Mach zu die Dinge. Okay, ich glaube... Ich frage ihn doch mal ganz kurz, weil... Was ist das? Diese grünen Wächter, die Terps, schaden deine Gegner, wenn sie sie berühren. Deine Handlungen in dieser Welt bestimmen, welche Art von Wächtergeistern du anziehst. Deine Handlungen? Wie soll ich das denn verstehen? Anscheinend kannst du Verdünner auf dem Turmboden benutzen, um den Weg frei zu machen. Lass mich das doch selber mal ein bisschen rausfinden. Ich hab das doch schon mal gemacht. Jetzt sag mir das nie nochmal. Guckst du, ich kann das auch. Habe ich von dir gelernt. Mach mal wieder zu, sonst falle ich wieder runter. Du hast das Zahnrad gelockert. Siehst du die Türöffnung? Noch ein Zahnrad, das reicht. Du wirst merken, dass überall im Weißland Zahnräder und Maschinen die Dinge zum Laufen halten. Oft entdeckst du Geheimnisse und Schätze, wenn sie repariert und gestartet werden. Geil. Ah, hier können wir runterspringen. Boah, egal. Passt schon. Nee, jetzt sammle ich nicht. Ich will selber rausprobieren. Das habe ich schon selber rausgefunden. Gut. Der ist auch schon... Warte mal. Okay. Aber hier würde das gehen. Nee, geht auch nicht. Warte, ich drücke die falsche Taste. Ich will nur gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Hier ist nichts. Aber vielleicht... Hier. Von der Seite aus. Ach, falsche Taste, oder was? Ne, der bringt nichts. Na gut, dann wollen wir mal. Hier sind blaue. Was ist das jetzt? Blaue? Das sind Wächter, Mickey. Sie sind die Urgeister des Wastelands. Aufgrund deiner besonderen Natur fühlen sie sich zu dir hingezogen. Die blauen sind Tints. Sie schließen Freundschaft mit jenen, die dir sonst was tun würden. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Worauf da raus. Wo man da raus will. Aber das Zeug nehme ich mit. Drücke schnell. Achso, ja, da können wir ganz schnell drehen. Ja, mal bitte wieder zumachen. Absturzgefahr. Onka.
Das war das Weizenzahn und wir sehen dein Projektorleinwand. Das ist unser Weg zum Schloss. Mickey and the Beanstalk. Nehmen wir uns das mal näher an. Walt Disney Presents Mickey Mouse. Aha. Oh ja, okay. Dann. Oh! Er hat mal aus Versehen eingesammelt. Auch nicht schlecht. Hä? Ist das ein anderer Weg? Ne, hier war ich schon mal. Woher kommt das denn? Auf einmal. Ist hier was hinter versteckt? Ich kann auch einfach drüber springen. Jo, stimmt. Hier waren wir schon mal. Das ist neu. Und ab durchs Türchen. Up into the next level. Einer. Bist du bereit, die Projektorleinwand zu betreten? Ja. Der Hase ist da lang, aber mit solchen Portalen reisen wir hier. Der Hase heißt Oswald. Er hat sie aufgestellt. Aber ein Projektorleinwand? Das ist sehr seltsam. Ist für Cartoons doch ganz normal. Was ist da drin? Mach die bereit zum Springen. Okay, reingesprungen. Reingesprungen ins Leinwändchen. Was ist das? Wie aus dem Dunkelröschenschloss. Jetzt so in Seitenansicht. Das ist ja interessant. Ach, sind das dann diese Leinwänderparts dann immer, die dann so seitwärts sind? Von Seite zu Seite. Okay. Können wir hier auch den Pinsel nutzen? Anscheinend nicht, okay. Also wir können den nutzen, aber nicht um Bilder zu malen. Okay. Kann man hier rennen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja, doch. Oh, das war ein Weitersprung. Der Double Jump gibt uns einen richtig schönen Boost. Okay. Oh, ich bin drauf. Ja. Yes. Warte, ich will da oben auch noch rein. Wie komme ich hier runter? Kann ich nicht nach unten so Doppelklick und dann geht nicht? Okay. Dann lass mich erst das hier einsammeln. Boing. 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 Warte. Boing. Können wir höher? Boing. Wahrscheinlich, wenn ich den hier mache. Ja. So, und jetzt von hier einmal wieder hier hoch. Und... Ah, Hilfe. So. Den Doppelsprung soll man nicht unterschätzen. Der hat es in sich, finde ich. Wuhu. Ey. Da ist ein Blatt erschienen. Ist das eine Abkürzung? Was ist das hier? Geht's da wieder raus? Ja, ich will wissen, was da unten rechts ist. Ja, wusste ich doch. Da rechts war doch auch noch ein Weg. Extra Inhalt freigeschaltet. Warte, ich komme noch darauf. Okay, schaffe ich nicht mehr. Da kommt das nächste Blatt. So, jetzt können wir nach oben. Ich dachte, das hier wäre der versteckte Weg. Der da mich irgendwo zu irgendwas Verstecktem hinführt. Nee, nee, das war der andere. So, wo führt uns das denn hin? Das war, ach so, die Dinger dienen als Portal. Hat er ja auch, glaube ich, gesagt, ne? Interessant. Rein da. Möchtest du nach Slalom reisen? Sonst würde ich Nein sagen. Nein, lass uns dahin. So, dann gucken wir mal. Oje, wir sind wieder zurück. Wer ist das denn? Ach, das ist Gast schon wieder. Hey, es ist Kobold. Tisto? Was machst du hier, Tisto? Wo? Ach, das ist Tisto, okay. Hey, Gast, jemand hat die Tür sabotiert. Da müssen wir mit Farbe ran.
Das ist eine beeindruckende Tür. Auf jeden Fall eine Kobold-Konstruktion. Ach, das sind Tüftler. Okay. Hey, Biggie, du kannst mit Farbe um dich werfen. Wieso malst du nicht die Zirnräder Petitstow fertig? Das wäre fantastisch. Ich habe gerade an dem mittleren Zahnrad gearbeitet. Mach es bitte nicht kaputt. Werd mich bemühen, werde ich mich. Ich werde mich bemühen. Na gut, mein gutes Mal. Dann machen wir das mal. Rädchen an, Rädchen an. Hurra, du hast sie repariert. So sieht's aus. Oh nein, hast du das gesehen? Dieses üble Ding da hinten ist mit dem Sehern verwandt. Mit den Sehern. Hm. Aber ich sehe jetzt gerade nur noch die Schatzkiste. Das Ding ist weggerannt. Dieser Rohrabschnitt ist verdünnt, so dass Dampf austritt. Nicht die den Dampf berühren. Der wird dich zurück. Der wirft dich zurück. Bitte repariere diese Rohre, wenn du sie findest. Danke für deine Hilfe. Wir haben alles deinem unglaublichen Maltalent zu verdanken. Wir treffen uns später wieder. Ganz bestimmt. Sind wir jetzt ganz auf uns allein gestellt oder Gast ist immer noch wahrscheinlich bei uns? Oh. Was bin ich denn heute so müde? Das gibt's doch nicht. Mickey, mach mal was. Mal mir mal einen Kaffee oder sowas. So einen leichten. Mal mir mal davon ein. Schlürf, schlürf. Schöne Koffein vom Boden lecken. Dann mach mal weg oder hin? Ne, weg. Ne, hin machen. Damit das wieder repariert ist. Okay. I understand. Dann. Da ist er wieder. Wir sollten auch dort entlang gehen können. Aber pass auf. Kann ich auch hier klettern? Okay, das sah aus wie ein Kletterpart. Ich bin ehrlich. Das sah aus wie ein Kletterpart. Warum sagt er, pass auf? Und ja, einfach so durchlaufen. Ich frage mich, wofür die Tickets sind. Kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ah, hab voll vergessen. So, was haben wir hier? Warum laufe ich denn da immer wieder rein? Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich bekomme zwar von dem die Meldung, aber ich versuche das gerade irgendwie gekonnt zu ignorieren. Weil ich selber ein bisschen rumprobieren möchte. Den können wir nicht. Der hat auch eine andere Farbe. Warte, das ist gefährlich. Den machen wir auch mal eben zu. Ja, den Rest können wir, glaube ich, so laufen. Alle hopp. Und Kabumski. Pass auf, wo du hintrittst. Benutze den Doppelsprung, um die Plattform zu erreichen. Drücke A, wenn du springst, um einen Doppelsprung auszuführen. Eisch dir jetzt mit dem Tutorial, mein Meister. Ich bin hier schon ein paar Schritte voraus. Nur, dass ich jetzt fast gestorben wäre. Ey, warte, ich will nach unten. Hier gibt es Blut. Dann schnapp ich mir. So, da hinten ist noch mehr. Oh, das fühlt sich manchmal so an, als könnten wir nicht sehr weit springen. Wir können ziemlich hoch springen, aber weit? Vielleicht können wir in der Luft diesen Stoßangriff einsetzen. Vielleicht bringt uns das dann ein bisschen weiter. Ich probiere es jetzt mal aus. Nee, kann ich nicht einsetzen in der Luft. Also den hier. In welchem Game konnten wir das? Hey, das soll doch nur im Notfall verschlossen werden. Ist das etwa eine Falle? Das ist eine Falle. Jemand hat die Tür zugemacht und jetzt ist ein Klecks hier reingekrochen. Kann man die so gar nicht besiegen? Mach den einfach freundlich. Ich glaube, darum geht's. Man soll die einfach nur freundlich machen. Dachte ich mir doch. Ein Klecks kommt selten allein. Einfach freundlich machen. Guck mal, der greift den sogar an. Hey, ihr Kleckse, zischt ab oder Mickey wird es euch zeigen. Na gut. Bleibt immer noch das Problem, dass der Ausgang zu ist. Hier, ich mach den jedenfalls zu diesem Sammlerstück frei. Viel Spaß. Danke dir. Moment mal, das ist Oswald. Könnte er diese Falle gestellt haben? Der sieht gar nicht so böse aus, aber der scheint uns aber irgendwie
ärgern zu wollen. Er will uns ärgern. Ja gut, das wollen wir auch nochmal weg. Was ist das denn hier? Das sieht ja schon... Ui. Aber so eine Kirmes, oder was? Das ist eins dieser blauen Lichter. Huch, du hast einen Wächter angelockt, Mickey. Die Wächter können dir auf verschiedene Weisen helfen. Drücke RB, um deinen Wächter witzig auf den nächsten Gegner stürzen. Moment, es gibt noch mehr. Halte RB gedrückt, um alle deine Wächter auf einmal loszuschicken. Sternstoßen bei Kontakt mit Gegner. Holy. Dins machen dasselbe nur mit Farbe. Ein Wächter, der so verwendet wird, verschwindet. Okay, dann probieren wir das direkt mal aus. Anscheinend halten die Phantomlinge Kobold Tim im Ticketschalter gefangen. Hey du da drüben, hilf mir doch. Kümmere dich bitte um diese Kreaturen, die mich hier gefangen haben. Können wir machen. Ich würde mal so einen Wächter einsetzen. Und jetzt ist er freundlich, oder was? Ja, Tatsache. Also die Wächter machen sofort freundlich dann. Und sobald die freundlich sind, kämpfen die ja für einen. Wenn die für einen kämpfen, frage ich mich jetzt gerade, heißt das, die machen einen dann auch freundlich? So, ihr Kleckse, Mickey war gnädig mit euch, aber ich hab das nicht vor. Haut bloß ab. Jo, die sind abgehauen. Ich starte diese Boote jetzt für dich. Du kannst jederzeit reinspringen. Die Wächter können dir auf verschiedene Weise helfen. Haben wir das nicht schon? Nee. Du kannst weitere anziehen, indem du die Welt um dich verdünnst oder anmalst. Der Balken links oben auf dem Bildschirm zeigt deine Wächteranziehung an. Bei jedem vollständigen Teil des Balkens wird ein Wächter angezogen. Die Wächter existieren, um dir zu helfen, Mickey. Weshalb das so ist, weiß aber niemand. Okay, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie das jetzt mit dem Wächtern genau klappt jetzt durch seine Anleitung, aber vielleicht können wir es in der Praxis noch ein bisschen besser erfahren dann. Aber noch habe ich ja keine Wächter. Soll ich das hier mal anmachen? Also mal anmalen, habe ich schon, okay. Das hier kann ich nicht wegmachen, aber ich werde es kaputt machen. Okay, das kann ich anmalen. Jetzt frage ich mich nur, kann ich das wegmalen? Ja. Das ist gut. Ja, er ist hier sehr, sehr beliebt. Kann ich hier draufsteigen? Auf diese Dumbo-Elefanten? Ja, da ist sogar was drauf gewesen. Auf den einen, wo ich drauf wollte. Also, das Level hier finde ich cool designt mit diesem Kirmes-Touch. Sind schon kaputt. Okay. Sehr viel von diesen Tickets können wir looten. Das erinnert mich so ein bisschen an... Einiges erinnert mich ja an Spyro. Frag mich, ob das Zufall ist. Ich wollte nämlich schon wieder sagen, dass mit diesem Looten hier, das... Mit den Tickets erinnert mich an Spyro. Und damals hast du, glaube ich... Rubine oder sowas hast du da gesammelt. Irgendwelche Smaragde oder sowas. Und mal hier. Da ist noch ein Ticket drin. Habe ich eingesammelt? So, darf ich hier mal rein? Das ist wahrscheinlich irgendwo in einem Ticket drin. Oder hier oben? Ich sehe da jetzt gerade nichts. Da hinten haben wir Loot drauf. Also ist hier oben. Oh, hier ist überall Loot. Das ist ein ganzes Loot-Paradies.
Eieiei. Oh. Du kannst auch hier alles möglich kaputt machen. Ich springe mal jetzt aufs Bötchen. Ist ja unsere Main Mission. Unsere Hauptaufgabe. Auch cooles Level-Design hier von diesem Areal. Ganz chillig gemacht. Und das erinnert mich so an, weiß ich nicht, Kirmes oder in so einem Freizeitpark. Freizeitpark? Ja, so ein Vergnügungspark. Nun, diese Fahrgeschäfte ist überhaupt nicht repariert. Nee. Sieh dir das an, wie diese Boote hier hineingequetscht werden. Manche sind sogar umgekippt. Diese Tür hätte sich automatisch öffnen sollen, aber ich schätze, sie ist auch kaputt. In den Wänden sind Rohre, die die Türschlösser steuern. Diese Rohre zu verdünnen, würde die Schlösser brechen und die Tür sollte sich öffnen. Wenn ich darüber nachdenke, sind die Flusspferde auch mit der Tür verbunden. Die Flusspferde mit Farbe aufzuhalten, würde die Türschlösser umgehen und sie öffnen. Okay. Also dann mache ich jetzt aber erstmal das hier, ne? War das richtig? Genau, alle lösen, ne? Ja, ich probiere. Oh, das ist knapp. Und die hier schließen. Glaube ich. Die schließen, die anderen lösen. Oder? Lösen? Ist das richtig? Aber die sind ja schon... Ich denke mir mal, weil... Würde halt Sinn machen. Weil die... Weil sonst bräuchte ich ja nichts tun. Ich will mit dir jetzt nicht quatschen. Schau mal da drüben. Ach, das war's schon. Okay. Du hast es geschafft. Oh. Ja, gut. Okay. Gutes Ding. Ich werde jetzt nicht... Ich werde... Oh. Den Frosch habe ich schon jetzt gerade den Kopf abgewirbelt. Ja, ernst. Aber das war nur eine Puppe. Da ist nochmal so ein Kopfpuppe. Verlier bloß nicht deinen Kopf. Oh, hallo Nilpferd. Was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Strudel, halte dich davon fern. Stell dich nur vor, wir wären zu lange auf diesen Booten geblieben. Oh je, das Ding da vorne sieht aus wie ein Besen. Die machen mächtig Ärger. Sie sind mit den Klecksen verwandt, können aber einmalweise mit Verdünner um sich werfen. Wenn du ihm zu nahe kommst, versucht er dich in den Fluss zu fegen. Weshalb nennt man ihn Besen? Okay, dann müssen wir schön aufpassen. Was ist das hier? Warum kann ich das zumachen? Ha. Warum kann ich das zumachen? Einfach so aus Spaß, oder? Frag mich, ob das immer einen Sinn hat, wenn wir irgendwas hier angreifen können. Achso, warte mal. Jetzt ist er lieb. Ach, guck mal. Das macht er jetzt für uns. Ja, cool. Danke dir. Oh, da müssen wir, glaube ich, durch. Das ist Trigo. Scheint gefangen zu sein. Befreien wir ihn. Oh, schon viel besser. Die Kobolde Hyperion, Pinza und Habel sind irgendwo in Käfigen gefangen. Jeder von uns, dem du hilfst, wird sicher bei der nächsten Gelegenheit revanchieren. Revanchieren wollen die sich? Okay. Ich mag, dass das so ein Freizeitpark-Design hat, so Kirmes, Attraktionen, so Geisterbahn. Ne, nicht Geisterbahn, eher so Abenteuerbahn. Wie ist diese Kiste da hinaufgekommen? Es muss einen Weg geben, sie zu erreichen. Es muss einen Weg geben, diese zu erreichen. Wahrscheinlich dann da drauf springen. Ja. Und dann? Hm. Ja, warte. Ach, jetzt kommen wir hier hin. Aber wie wir da zu der Kiste kommen, weiß ich jetzt noch nicht. Oh, falsche Richtung. Ah. Wie kommen wir denn da hin? Ach so, warte mal. Nee. Es funktioniert nicht.
Na, das ist aber blödes Timing hier. Das ist ein blödes Timing. Vielleicht von oben, von da so? Geht das? Jetzt stimmt das Timing. Oh, das ist aber hier... Warte mal, das soll doch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, wir müssen mehr da drauf machen. Wir können ja auch einfach mal hier rüber, ganz kurz. Können wir das hier wegmachen? Jo, Tatsache. Ich glaube, das sehen wir mal daran, an dem Fadenkreuz. Hier geht's auch nochmal weiter? Ach, warte mal. Hier geht's, glaube ich, normalerweise weiter. Aber wenn wir die Truhe haben wollen, müssen wir hier gucken. Aha. Okay. Das ist der Weg zu der Truhe. Na, okay, dann gehen wir nochmal eben nach oben. Schnapp ich mir in der Zeit das hier. Wir müssen den stehen lassen dann, warte. Jetzt, stopp. Hä? Warum ging das denn von hier oben nicht? Ah, das geht nicht. Ach so. Ah, das ist blödes Timing, ist es hier. Wenn ich oben bin, steht das blöd. Ah, jetzt könnte passen. Jetzt könnte es passen vom Timing. Oh, müssen wir aber schnell. Oh, das ist aber gar nicht mal so easy, ne? Boah, das ist aber... Das ist aber nicht easy. Wow. Ist es denn so gewollt, wie ich das mache? Das war so dahin springen, ich denke mir mal, ne? Aber, boah. Das Schwierige dabei ist, glaube ich, weil die sich in die Richtung drehen, oder? Wenn die sich andersherum drehen, wäre das, glaube ich, nicht so tragisch. Boah. Boah. Das ist nicht ohne das Jump'n'Run. Ja, jetzt stimmt das Timing wieder nicht. Vielleicht kann ich mich da rüber schmuggeln. Oh, das ist echt... also das Timing ist das riesige Problem dabei. Hoi. Ah, warte mal, kann ich die stoppen? Ach, warte mal. Oh ja, okay, das macht um einiges einfacher. Ich hätte das fast einfach so mal eben gemacht, okay. Alles klar. Ja, gut. Gut, dass ich mich gefragt habe, ob das so normal ist, weil ich meine, es hat geklappt. Es ist, wir waren fast drüben, aber wir hätten uns es echt unnötig schwer gemacht. Ja, jetzt ist es ja ein Klacks, jetzt darüber zu kommen. Okay, machen wir es uns unnötig schwer. Alles klar. Ja, gut, das ist nochmal jetzt ein anderes Level. Aha, okay, diese Kiste war nicht leicht zu erreichen, ich bin beeindruckt. Ja, du glaubst ja nicht, wie ich vorhatte, die zu erreichen. Also, da war das jetzt gar nichts dagegen. Ich hole mir die Kiste gleich, keine Sorge, ich... will nur mal eben gucken, was wir hier haben. Ich mach das mal eben zu. Und dann können wir auch, glaube ich, dann zu der Kiste hin. Achso. Ist sogar extra ein Weg für mich. Ah, das geht nicht. Okay. Was haben wir denn da drin? Ich bin mal gespannt. Neuer Gegenstand gefunden, Bronzeanstecker. Okay. Es ist ein bisschen mit dem Springen. Guck mal, wenn wir rennen, sind wir schön schnell, aber wenn wir springen, werden wir immer so abgebremst, weil wir eher in die Höhe springen als in die Weite. Das ist ein bisschen unsatisfying vom Gefühl her. Wer weiß, vielleicht kann man sich später ein paar Upgrades kaufen. Ach, wir müssen oben lang, okay. Nee, warte mal. Oder? Ja, wir müssen oben lang, okay. Müssen wir? Hm. Müssen wir wirklich? Okay, wir haben jetzt hier die Abkürzung. Ah, komm schon. Sieht so aus. Da unten wäre der normale Weg, deswegen.
Was haben wir denn da? Er ist freundlich. Na, mein gutes da. Nein! Oh, war das knapp. Da habe ich das Falsche benutzt. Befreien wir den mal. Wer bist du, Hyperion? Nabel. Nee, Habel. Ich stehe in deiner Schuld. Kannst du mir einen gefangenen Freund auch helfen? Bei passender Gelegenheit werde ich meine Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Bis dann. Auch nicht schlecht, wenn du jemanden hilfst. Bei passender Gelegenheit werde ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck zeigen. Interessanter Satz. Er ist auch lieb. Mann, seid ihr alle lieb. Ich springe jetzt aber nicht da runter. Nur weil da ein Frosch ist. Ich habe den Frosch gerade eben gesehen. Komme ich denn dann wieder hoch? Nee, ich muss jetzt erst die Freunde hier retten. Ey, da ist ein Nilpferd. Oder Flusspferd. Keine Ahnung. Ich bin Hyperion und ich danke dir. Wir sehen uns am Ende der Fahrt. Okay, ich danke dir auch. Glaube ich. Glaube ja. So, die richtige Taste drücken. Der sprung immer einfach nach oben. Anstatt in die Weite. Es wird sich ziemlich gut anfühlen, wenn wir in die Weite springen können. Ich hoffe, das gibt es als Upgrade. Ja, das ist nämlich ziemlich blöd, dass der dann immer meine Geschwindigkeit so abbremst beim Springen. Da ist sein Kumpel. Ja, aber... schaffen wir das von der Weite? Ja, schaffen wir. Aber auch mit Ach und Krach. So, komm mal raus da. Pinza ist dankbar. Ich halte dir den Rücken frei. Auf geht's. So, dann machen wir das mal auf. Nichts versteckt. Hier vielleicht so ein Weg? Nö. Wo muss ich denn hin? Hier lang. Froschi, Froschi. Nee, du hör auf. So nicht. Jetzt geht die Battle-Musik. Aber der ist jetzt unser Freund. Wir können auch wieder diese eine Fähigkeit einsetzen. Wenn hier Gegner kommen sollten. Ha! Die Besen sind auf den einfahrbaren Plattformen. Benutze die Ventile, um sie in den Verdünner zu befördern und öffne die Türen. Pinza, schreite zur Rettung, mein Schraubenschlüssel macht den Weg frei. Sieht nach einer Aufgabe für Hyperion aus. Und Nabel nicht vergessen. Ich mach das schon, ich habe der Großartige. Und Trigo, hier kommt Trigo, um deinen Gefallen zu erwidern, guck mal. Ja, nice. Und die Tür geht auch nochmal gleich auf. Was ist, wenn wir einfach die Upgrades, wenn wir die Kiste jetzt einfach nicht einsammeln würden? Wo ist die überhaupt? Da oben, wa? Wie machen wir das denn? Erst einmal hier rüber. Da muss ich rüber. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Kann ich das stoppen? Ich muss einfach mal hier rüber springen, glaube ich, ne? Oh, das war aber knapp. Ey, was ist das denn? Ach, das ist gemacht. Warte mal, wie habe ich das gemacht? Mir wurde einmal was mit RS erklärt, aber... Egal. Ich hole mir jetzt meine Truhe. Warte mal, oder? Ich weiß nicht, welche das nicht gedrückt. Ah! Oh. Ich kann anscheinend das hier klicken, damit ich weiß, wo lang ich muss. Aber hiermit können wir so anvisieren. Aha, okay. Dann mach mal auf. Noch ein Sticker. Oder Anstecker. Silberanstecker.
würde gern wissen, wofür ich hier alles kaputt mache. Wofür ich das einlösen kann. Nun, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ah, wir müssen einen Weg finden, diesen Dampf auszuschalten. Der Eingang zu Asien. Bootsfahrt ist hinter dieser Tür. Asien-Bootsfahrt. Hier muss irgendwo was geben, was uns helfen kann. Asien-Bootsfahrt klingt funny. Aber an der Stelle mache ich jetzt erstmal ein Päuschen. Ich hatte eine Stunde jetzt eingeplant für uns, das Ganze mal auszutesten. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. War interessant. Ich bin mal gespannt, wie das dann noch so weiter verläuft. Wofür die Tickets sind, wofür man die ausgeben kann. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs dabei gewesen sein. Und an der Stelle, macht's gut. Tschö mit Ö, ciao mit V. Und wie immer, bye bye.